Alles was Junior will. Eddie hat gleich ein Date. Lynn kommt in seiner Wohnung an. Hallo, Lynn. Danke, dass du heute auf Junior aufpasst. Als die Babysitterin abgesagt hat, wusste ich zuerst nicht, was ich machen soll. Ich habe noch nie auf ein Kind aufgepasst. Aber so schwer kann das nicht sein, oder? Noch nie? Was wirst du mit Junior machen? Alles, was Junior möchte. Bitte, mache nicht alles, was Junior möchte. Er will nur in der Wohnung sitzen und Videospiele spielen. Soll ich mit ihm nach draußen gehen? Ja, das wäre super. Wir können mit meinem Motorrad fahren. Nein, bitte keine Motorräder. Okay, keine Motorräder. Die Rockband eines Freundes spielt heute Abend ein Konzert in einer verlassenen Fabrik. In einer verlassenen Fabrik? Und wenn Junior Hunger hat, gibt es in der Bar nebenan kostenlose Pommes.
Bar? Ja, aber man muss kein Bier trinken. Man kann auch einfach nur die Pommes essen. Vielleicht solltet ihr doch zu Hause bleiben und Videospiele spielen. Okay, aber das macht nicht so viel Spaß. Oh nein, ich komme zu spät. Viel Spaß und geht bitte auf keinen Fall nach draußen. Tschüss. Eddie verlässt die Wohnung. Junior kommt ins Zimmer. Du hattest recht. Dein Plan war perfekt. Mein Vater hatte richtig Angst. Und jetzt darf ich den ganzen Abend Videospiele spielen. Du meinst, wir dürfen den ganzen Abend Videospiele spielen.